Meine Damen und Herren, guten Tag. Ich freue mich, Sie sehr herzlich im Namen der Universität hier im Von Roll Areal zur IT-Beschaffungskonferenz 2023 begrüßen zu dürfen. Das Motto lautet in diesem Jahr: Alles neu, die Beschaffungswelt im Wandel. Alles neu. Nicht neu ist die Konferenz selber, die immerhin zum 12. Male stattfindet und das heute bei ausverkauftem Hause. Nicht neu ist auch, dass die Konferenz im Spätsommer in den Gebäuden der Universität Bern stattfindet, im August also vor dem Start der Wiederholungsprüfung und dem Vorlesungsbeginn im Herbstsemester, wo eben noch freier Platz zur Verfügung ist. Dieser August-Termin bringt es mit sich, dass viele von Ihnen über den Juli, August in den Ferien geweilt haben dürften, besonders dann, wenn Sie schulpflichtige Kinder haben. Ich etwa war an der Ostsee und das Wetter, nun ja, es war bescheiden. Dauernd regnete es und die Temperaturen waren für die Jahreszeit eindeutig zu frisch. Auch hierzulande war es nicht viel besser zu dieser Zeit und zum Nationalfeiertag titelte der Bund: War es das schon mit dem Sommer? Und voll Neid auf wärmere Gefilde erinnern wir uns an Hermann Hesses Worte, der seinerzeit vom Tessin schwärmte und anmerkte, er könne nun überhaupt nicht verstehen, dass jemand an das Meer oder in die Berge zur Sommerfrische fahre, um dort zu frieren. Nun, zwischenzeitlich hat sich die Situation verändert und es tönt im Bund ganz anders. Der Sommer schlägt zurück. Und wie? Eine Hitzewelle hat uns im Griff und unwillkürlich kommt einem wiederum Hermann Hesse mit seinen Betrachtungen aus dem Tessin in den Sinn. Ich zitiere: Dieser Sommer ist von indischer Glut. Auch der See ist längst nicht mehr kühl. Zitat Ende. Ja, da kann man dem Mann doch nur zurufen, gang doch der Aare nach, der wunderschönen Aare nach. Denn die hat im Augenblick, Aare-Guru habe ich abgefragt, eben gerade 20,4 Grad Celsius. Das Wetter, ganz offensichtlich, fällt weltweit in diesem Sommer von einem Extrem ins andere. Und wir erleben es gerade, dass sogar Wetterprognosen politisch werden. Politisch ist die öffentliche Beschaffung schon lange bei uns, was uns allen in diesem Saal sehr bewusst ist. Ob der Wandel der Beschaffungswelt allerdings so heftig und ausgeprägt ist, wie der häufige Wandel des Wetters in letzter Zeit, das wird sich weisen müssen. Jedenfalls wünsche ich Ihnen eine anregende und wortwörtlich coole Konferenz. Und achten Sie darauf, immer genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Für weitere Erläuterungen zu dieser Veranstaltung übergebe ich das Zepter nun an Matthias Stürmer, der Sie durchs Programm führen wird. Merci vielmals, Thomas Mürach, Leiter vom Institut Wirtschaftsinformatik der Uni Bern. Freut mich sehr, auch Sie von meiner Seite zu begrüßen. Seit 12 Jahren veranstalten wir diese Konferenz. Das ist wirklich erstmalig ausverkauft. Ein sehr toller Moment. Und von dem her freut es mich sehr jetzt, dass wir das Thema aufgreifen können. IT-Beschaffungen, ein heißes Eisen, kann man meinen. Und das zeigt man, wenn man schon nur in der Presse ein bisschen schaut. Gestern an verschiedenen Orten sind Thema Datenschutz, Cloud, sind die ganzen Themen rund um Beschaffungen, Ausschreibungen immer wieder ein Thema. Von dem her, denke ich, sind wir da am Puls der Zeit, wenn das Thema IT-Beschaffung wieder auf der Agenda steht. Zunächst möchte ich allen Beteiligten danken, die sich da involviert haben, allen BFA-Mitarbeitenden von der Uni Bern, dass wir hier sein dürfen, sehr open, der Bundesverwaltung, insbesondere Daniel Markwalder und sein Team, der Digitalen Verwaltung Schweiz und auch Swiss ICT. Und das sind die Veranstalter auch von heute und damit Sie wissen, wer das, mit wem Sie es da zu tun haben heute. Dann noch ein paar eben organisatorische Details. Zuerst mal, damit Sie möglichst gut dem Programm folgen können. Vor 12 Jahren haben wir jeweils noch eine Broschüre gedruckt. Heute haben wir eine Mobile App programmiert. Open Source Software natürlich. Können Sie für Android und iPhones runterladen. Ganz vielen Dank allen, die da mitgewirkt haben bei der App. Hier sehen Sie das Programm, die Zeiten, die Räume, auch die Speaker-Infos, die Feedback-Möglichkeit. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Übrigens, die App können Sie auch auf Ihrem Badge
Auf der Rückseite ist der QR-Code, von dem her können Sie so die App am einfachsten runterladen. Sonst müssen Sie beim Store-Rating noch etwas arbeiten. Interessant sind vor allem die Feedbacks, die Sie uns geben. Da haben wir kein Feedback-Formular mehr wie vor 12 Jahren, sondern wir haben eben auch in der App die Möglichkeit, dass Sie da sagen können, was Sie spannend fanden oder beispielsweise, was man anders besser machen sollte. Und Sie können noch ein Rating abgeben, eine Benotung. Von dem her besten Dank für Ihre Rückmeldungen. Auch neu dieses Jahr haben wir ein Sammelband geplant, damit die ganze Konferenz noch etwas besser, langfristiger, nachhaltiger wirken kann. Also alle Speakers, die heute vortragen werden, haben die Möglichkeit, mit Eingabe von einem Abstract einen Beitrag zu dem Sammelband, zu dem Konferenzband zu verfassen. Die Eingabe ist möglich bis Anfang Oktober des Beitrags. Danach werden wir redigieren und Anfang 2024 dann eben eine Sammlung von etwa rund 5 bis 10 Artikeln sind bis jetzt angemeldet, publizieren. Rika Koch, Lara Biel und Thomas Fischer sind Herausgeber, von dem her wird das seriös begutachtet und auch dann entsprechend Rückmeldungen geben. Und dann noch ein paar wichtige Hinweise für die Konferenz selber. Sie haben es selber gemerkt, sehr heiß heute, trotz der coolen Konferenz. Also viel trinken, damit wir diese Herzschrittmacher nicht brauchen, die da rumliegen. Dann zweitens, wir sind eben viele Leute, kein Stress bei der Kaffeeausgabe oder beim Mittagessen. Nutzen Sie doch die Zeit beim Warten fürs Networking. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit, für diese Konferenz zu nutzen. Wi-Fi-Codes und eben die Mobile App finden Sie auf der Rückseite von Ihrem Badge, von Ihrem Namensschild. Dann noch wichtig, eben, wir werden fotografieren, filmen von der Konferenz. Einige der Vorträge werden dann auch publiziert auf YouTube. Und es wird auch eine Reporterin von der SRF Rundschau ab dem Nachmittag da sein und mit gewissen Personen reden, weil es auch eben in der Medienlandschaft das Thema IT-Beschaffung sehr wichtig ist.